Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Es soll weitergehen in meinem Frosty Greenery und ich werde da ein bisschen aus dem Winter rausgehen, schon Richtung Frühlingsgefühle. Nein, es ist ja mitten im Winter und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass so Mitte Januar geht schon auf den Frühling zu. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil Weihnachten vorbei ist und wir alle die Schnauze voll haben von Winter, weil der Herbst so lang war. Ja, oft ist es ja so, dass wir irgendwie im Herbst denken, es wäre schon Winter. Dabei geht ja der Herbst bis zum 21. Dezember. Wir sind also mitten im Winter. So, nichtsdestotrotz kann man natürlich auch im Winter nach Paris reisen. Und ich möchte euch heute zeigen, was ich hier basteln möchte. Und zwar gibt es zwei Dinge, die ich heute mit euch machen möchte. Einmal, wer sich erinnert, ich habe mal meine Stempel versucht zu sortieren und ich habe festgestellt, erstens, ich bin stempelsüchtig und zwar ernsthaft. Ich habe ein Suchtproblem. Ich blicke da nicht mehr durch. Das ist mittlerweile schon wieder ein Riesenchaos geworden. Das geht ja immer recht fix. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein neues Ordnungssystem überlegt und ich hoffe jetzt endlich, dass ich damit meine Ruhe habe. Worauf ich vor allem achten wollte, war, dass ich direkt weiß, was ich da habe in der Hand, dass ich im Prinzip eine direkte Übersicht habe, so groß wie möglich, und es trotzdem fein verstauen kann. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden. Ich werde dir, da wo ich das gekauft habe, werde ich dir unten auch verlinken in der Beschreibung, denn ich habe festgestellt, ich hatte ja gedacht, ich bin schlau und kaufe das bei Temu, weil so Plastikzeug ist ja meistens da billiger. Aber ich habe festgestellt, Temu ist viel teurer. Deswegen, ich habe pro Stück, glaube ich, 1,50 oder so ein Kram bezahlt. Das ist jetzt auch, ne, ohne Gewähr, diese Angabe. Ist das ein Amazon-Link? Ich glaube, das ist ein Amazon-Link. Also ich werde es dir auf jeden Fall gleich raussuchen und verlinken. Selbst wenn es kein Amazon-Link ist, ist egal. Ich werde es dir verlinken. 1,50 kostet, glaube ich, ein so ein Teil. Musst du halt eben gucken, ob das was für dich ist oder nicht. Nur so als Vorschlag. So, in dieses Journal soll es gleich gehen. Und zwar werden wir auch was basteln. Und zwar ein Bellyband, aber mit verstecktem Journaling-Platz. Das heißt also, ich möchte hier auf eine von diesen Seiten, die so ein bisschen... Ja, ich muss mal schauen, was sich dafür eignet. Entweder nehme ich dafür eine Leerseite oder ich nehme doch eine Designpapierseite. Das ist vielleicht sogar besser, diese hier zum Beispiel. Und bastel mir da ein Bellyband und zusätzlichen Journalplatz. Nee, Moment, das ist vielleicht etwas, worauf man auch besser schreiben kann. Also ich möchte ja schon irgendwie ein Buch haben, wo man ein bisschen mehr reinschreiben kann. Deswegen ist das dann halt eben, ich suche mir das dann später, glaube ich, aus. Hier kann man auch noch super drauf schreiben, das ist schön hell. Ja, ich habe das ja sehr schlicht gehalten und ja, vielleicht dieses hier, hier könnte ein Bellyband hin, weil hier würde ich jetzt weniger schreiben. Die Frau möchte ich auch nicht verdecken, die soll ja schon als Deko hier drinnen bleiben. Und ich werde das Ganze machen aus Graspapier und jetzt gucke ich gerade, ja, einen Tucken werde ich davon abschneiden müssen, das ist aber nicht schlimm. Ich werde mir das so vorbereiten, dass es lang genug ist und dann werde ich nur noch die Ecken im Nachhinein anpassen. Das heißt, ich lasse hier oben und unten beim Basteln ein bisschen Platz. Und dann kann ich daraus ein schönes Bellyband machen. Und wie gesagt, versteckter Journalplatz. Das heißt also ein Versteck für deine Journaling-Sachen, dass das nicht so auffällt, was du da so geschrieben hast. Wenn das vielleicht etwas ist, was jemand nicht sofort sehen soll, wenn er da durchblättert, mal aus Versehen oder so. Ja, also, das Ding kommt erstmal zur Seite. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und wir fangen jetzt erstmal an mit der Stempelsache. Also, ich hatte mir hier bei Ines, die hat ja vor Weihnachten so einen Ausverkauf gehabt, und da habe ich mal zugeschlagen und mir so eine, ja, diese französischen Dinger hier geholt. Und es ist folgendermaßen, ich möchte das gerne hier reinbringen. Und zwar ist das eine DVD-Hülle, aber das Besondere an diesen Hüllen ist, die haben hier nicht diesen Nibbel für die DVDs. Die haben zwar hier diese Einschubteile für die Booklets, aber das kann man mal gepfleglich, sage ich jetzt mal, ignorieren. Das hat aber trotzdem eine schöne Größe. Und das Gute ist, ich kann hier ja dann noch so ein Blatt reintun. Und ich hatte mir überlegt, das wäre doch total sinnvoll, wenn man das dann hier bestempelt und den Rücken schon mal draufschreibt, was in diesem Folder dann drin ist. Denn dann kann ich mir das nämlich schön, ja, so wie DVDs in den Schrank stellen, dann sehe ich auf einen Blick, okay, hier ist Paris, Thema Paris, ja, als Beispiel, und dann kann ich mir das da reintun. Und das möchte ich jetzt mit dir machen. Und zwar werde ich das so machen, ich habe mir das Blatt schon zurechtgeschnitten, weil das ist nicht A4, das ist ein bisschen kleiner. Und die werde ich bestempeln. Ja, also damit ich auch genau weiß, was da genau drin ist. Und dann machen wir das jetzt mal hier zusammen. So, und zwar werde ich es mir einfach machen. Ich hoffe, dass ich es mir einfach mache. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich wollte nämlich gucken, ja, es könnte ein bisschen tricky werden, weil ich kann das hier nirgendwo befestigen. Aber es macht nichts. Ich werde das jetzt versuchen, einfach so zu machen. Huch, für den Fall der Fälle.
hier aber trotzdem ein Stempelteil drunter, damit ich das nicht ganz einsaue gleich. Ja, so. Und dann werde ich mir diese Stempel einmal hier schon mal mit Stempelfarbe einfärben. Kann man natürlich auch alles einzeln machen, aber ich wollte mir die Arbeit nicht machen, weil ich hatte ja gerade eben erwähnt, ich bin super stempelsüchtig. Bedeutet, ich habe so viele, dass ich keine Lust habe, jeden einzelnen Stempel abzustempeln. Obwohl das ja sicherlich vielleicht auch mal nicht schlecht wäre. So, und ich werde das auf die Seite machen. Das ist dann die Rückseite sozusagen. Jetzt werde ich das so nah wie möglich hier an die Kanten bringen. Das Schöne ist, dass es genau passt. So, und ich hoffe, ich habe jetzt hier jeden Stempel gut drauf. Ich gehe da nochmal ab. Ich versuche nicht zu verrutschen. Ja, das ist ein bisschen tricky. Vielleicht ist es doch besser, jeden Stempel einzeln zu nehmen. So, und jetzt versuche ich das vorsichtig wieder abzunehmen. Es hat funktioniert. Wunderbar. So, das werde ich dann gleich einmal sauber machen. Und dann nehme ich mir einfach mal erstmal nur ein Tuch und lege das hier drauf. Ja, so, und dann mache ich die andere Seite. Oh, sie sieht schon schön, Stempel, schön, 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 schön. Ich weiß nicht, also gibt es bestimmt noch im Shop. Falls jemand Interesse hat, Ines Shop ist bei mir eigentlich unter jedem Video ganz unten verlinkt. Herzempfehlung, ich bekomme keine Provision. Ne? Sie ist mein Bastelbuddy und deswegen ist ja selbstverständlich, dass ich natürlich auch sie verlinke, damit ihr auch all die schönen Sachen findet, die sie so im Angebot hat. Denn sie hat noch viel mehr schöne Sachen. Ines, an dieser Stelle schöne Grüße. Hast meine Stempelsucht wieder befriedigt hier. So, jetzt gucke ich, ob ich das genau hier so absetzen kann, dass hier alles mit drauf ist, dass ich aber da unten nicht drüber komme. Wir gucken mal. Ich glaube, das hat gut funktioniert. So, man könnte das natürlich auch, ich hatte auch schon überlegt, ob ich tatsächlich von dieser Folie die Blumen wegnehme, weil die sind ja nicht richtig so französisch. Und auch diese kleinen Poststempel hier und Labels oder so, ob ich die dann einzeln nehme. Aber, also könnte ich natürlich machen. Ja, das ist doch perfekt. Das Problem ist natürlich jetzt in der Mitte, ja. Das war nicht ganz so durchdacht. Aber wir machen das ja jetzt zusammen. Ich mache ja gerne Experimente quasi live, in Anführungsstrichen. So, das lassen wir jetzt mal ein bisschen antrocknen. Ja, und das wäre jetzt so, dass ich im Prinzip, ich habe das ja hier schon ein bisschen angedeutet, könnte ich jetzt dann hier schön mit einem Stiftlein, was ich natürlich nicht vorbereitet habe, ist ja klar. So. Und dann kann ich nämlich hier zumindest, hoffentlich ist das jetzt auch trocken, noch nicht so richtig. Ja, habe ich ein bisschen Schiss drüber zu malen. Mache ich in der Zeit einfach mal die Stempel ein bisschen sauber hier auf diesem Tuch. So. Und die andere Seite natürlich dann auch. So. Mit normal Wasser kann man das auch abwaschen. Oder viele benutzen ja auch, also ich ja auch auf die Schnelle mal Babytücher. Solange wir auch ein Baby hatten, ist ja mittlerweile auch kein Baby mehr. Für den brauche ich keine Feuchttücher mehr. Also nicht wirklich. Außer vielleicht für die Schnute, wenn wir unterwegs sind. So. Also, dann decke ich mir das mal hier gerade ab, damit ich nicht allzu lange warten muss, bis das hier trocken ist. So, und dann schreibe ich hier einfach Paris hin. Oder ist das sogar schon trocken? Ich weiß es auch nicht. So, das müsste jetzt hier sein. So. Bisschen Geschnörkel. So, ich kann es dann lesen. Ich weiß dann, was da drin ist. So, und dann, also ja, das kann sein, dass man da vielleicht ein bisschen traurig darüber ist. Aber, so, dann stecke ich das hier einfach mal rein. So, und dann habe ich im Prinzip hier, weiß ich ganz genau, was hier alles drin ist. Und das Schöne ist, das, was ich brauche, ist schnelles Raus- und wieder reintun. Weil ich habe festgestellt, wenn ich das irgendwo noch mit Klappen und dies und das und dann noch so und ach, ich mache damit immer nur Schmu. Und ich ärgere mich dann, weil mir fällt das dann alles immer ab. Jetzt muss ich gerade überlegen, da ist ein bisschen, so wie ich das jetzt sortiere, ist letztendlich egal. So wie Platz ist, würde ich das machen.
gucken auch, wie die Stempel am besten reinpassen. Hier würde ich zum Beispiel das tatsächlich so machen, dass ich den Eiffelturm so mache. Und dann ordne ich mir das hier drin an. Und so kann ich auch zwei Sets zusammenfassen, die zum gleichen Thema sind. Ja. Dann gucke ich mal hier von der Größe her, würde auch diese Blüte hier gut hinpassen. Und ich weiß dann, okay, ich habe hier halt eben alles, was zu Paris passt. Und da das ja auch Kunststoff ist, hält das dann auch, ne? Und selbst wenn mal was abfällt, ist es zumindest in diesem Ding. Und wenn ich das so in diesem Teil hatte, was ich bisher so... Ach, wer das Video gesehen hat, weiß es. Ich hatte das mit Folie gemacht und getackert und vorne noch so ein Bild drauf gemacht, wo die Stempelabdrücke waren, dass man weiß, was da drin ist. Es war prinzipiell auch nicht schlecht, aber ich habe dafür tatsächlich zu viele Stempel. Ja, ich weiß, ich könnte auch einfach weniger machen. Also ich habe jetzt schon ganz viele aussortiert und ja, keine Ahnung, was ich damit mache, weil die sind natürlich auch schon gebraucht und so. Ja, vielleicht nehme ich die einfach mit zu meinen Workshops, dann kann man die auch benutzen, auch wenn die Workshops jetzt nicht ganz so häufig sind. Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, aber ich schaffe es tatsächlich nicht, alles zu benutzen, ja. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch, man kauft und man benutzt aber auch nicht alles, weil man gar nicht dazu kommt, alles abzustempeln. Vor allem, wenn man so eine Sucht hat wie ich. So, und dann mache ich jetzt hier überall diese kleinen Sachen. Also das einzig Gute dabei ist natürlich, dass hier auch schon ein bisschen Paris steht. Also auf all diesen Dingern Tour de Eiffel, Paris, hier steht auch Paris, Paris. Also das hat schon was damit zu tun. Die Blumen sind ein bisschen separater, aber die gehören nun mal zu diesem Stempelset und ich denke, ich lasse das auch so. So, hier sind einmal so Kaffee, auch richtig Bonjour, also auch französisch, deswegen auch Paris. Und das ist, glaube ich, alles von diesem, wie heißen die, Stamperia oder so. Und das ist, das gehört auch zusammen. Also das ist schon ein Set. Und deswegen kann das auch ruhig alles hier mit rein. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch was Kleines und... Ich will immer Macron sagen, aber es heißt ja Macaron. Ne? Macron. Das ist auch so geil. Wie kann man denn wie ein Gebäck heißen, ey, ehrlich? Und dann auch noch französischer Premier sein oder was der da ist. Haben die Präsidenten in Frankreich? Ich weiß gar nicht. Naja, soweit habe ich mich mit Frankreich auch noch nicht beschäftigt. Aber dieses Jahr geht es nach Frankreich in Urlaub. Wieder nach langer Zeit. Wir waren schon lange nicht da. Da freue ich mich drauf. Kinder freuen sich drauf, alles schön. So, und sollte ich irgendwo noch ein Croissant finden oder irgendwas anderes, was zu Paris passt, das finde ich auch immer geil, wenn das hier irgendwie so mit der Folie, boah, Alter, es geht nicht ab. Aber jetzt, das ist so ein bisschen so eine Symbiose hier eingegangen ist, ey. Kriegst ja gar nicht ab. So. Und das Schöne ist, ich kann hier gezielt die einzelnen Stempel nehmen. Ich habe das so ein bisschen besser im Griff. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Es ist so eine Alltagsgeschichte, ne? Wie komme ich am besten mit etwas im Alltag klar? Und ich habe festgestellt, mit der ja, man muss manchmal auch mal ein bisschen was machen und jeder kommt ja mit anderen Systemen zurecht. So, und diese Dinger, die hebe ich mir auf. Also entweder schneide ich mir die aus und benutze die als Fuzzy Cut oder sowas. Kann man ja machen, ne? Es wäre nämlich zu schade, die wegzutun. Aber direkt hier hinlegen tue ich auch nicht, weil das macht auch irgendwie keinen Sinn. So. Da kam gerade jemand reingeschlichen. So, also, das wäre jetzt Paris. Hier wäre noch ein bisschen Platz für andere Stempel, die vielleicht auch dazu passen, die im Paris-Style sind. Oder zum Beispiel, ich weiß, ich habe irgendwo, habe ich noch... was sind das für Spossdinger? Nee, das passt nicht. Aber ich weiß, ich habe irgendwo, habe ich noch was Richtung Paris. Und das würde ich damit drauf tun. Es kann natürlich dann auch einfach nur ein Ticket sein. Es gibt ja auch solche Sets mit so Tickets. Ich habe hier zum Beispiel einen, da steht London. Paris gibt es auch, den habe ich aber verloren. oder der ist irgendwo anders, ich habe keine Ahnung. Also die Möglichkeiten sind dann da, dass man das ein bisschen kombiniert. Das ist auch London, Paris. Gut, hier steht jetzt London und Paris, aber das macht nichts. Mache ich trotzdem hier mit hin. Dann ist das auch schon mal so thematisch. Philadelphia, das ist sowas mit Tickets, Zirkus, was habe ich hier noch? Ja, ich denke, das ist okay, das kann ruhig so bleiben. Mhm. Ja, also da würde ich jetzt dann, was mir so in die Finger fällt, was ich sehe, gucken, ob ich das damit reinbekomme. Ansonsten mache ich einen zweiten Folder auf. Wenn ich merke, ich habe zu viel Paris, dann würde ich zum Beispiel die Schrift rausnehmen. Ja, natürlich wäre das dann blöd, dann müsste ich das ja neu abstempeln, aber das ist dann halt so. Finde ich aber trotzdem okay.
So, und das, was ich jetzt hier zusätzlich noch reingetan habe, das muss ja nicht zwingend mit abgestempelt sein. Ansonsten muss man halt schauen, ob man das dann vielleicht doch ein bisschen besser erst sortiert. Je nachdem, wie viel Zeit du auch hast für sowas. Ich habe wirklich nicht viel Zeit, um das zu machen. Ich will das schnell haben. So, und das ist im Prinzip jetzt, glaube ich, für mich tatsächlich eine gute Sache. Echt eine gute Sache. Ja, finde ich super. So ein bisschen sauber machen hier noch. Das ist so ein bisschen Dreck. Und ich finde so an für sich, so mit der Zeit werden die wahrscheinlich sich auch verfärben ein bisschen, die Stempel. Und dann sieht man sie auch ein bisschen besser, obwohl das eigentlich geht, oder? Geht, ja. Also Paris, es soll um Paris gehen, genau. Ich kombiniere das jetzt einfach mit meinem Journal. Und ich möchte ja ein Bellyband machen. Und zwar werde ich ein Bellyband machen, hatte ich ja gerade gesagt, mit verstecktem Journalplatz. Und jetzt muss ich nur gucken, wie dick ich das ungefähr mache. Boah, da draußen, ne? Ich meine, es ist Winter und trotzdem düdeln die da draußen rum und schneiden irgendwas oder mähen den Rasen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur laut. Es ist permanent hier laut. Das ist... Oh, das ist die Krise. So. Dann haben wir das Schneideding rausgeholt. Hörst du das überhaupt oder ist das leise genug? Und ich überlege gerade, wie dick ich das mache. Ich denke, so bis da etwa. Boah. Boah. Gucke mal das. Ich denke 5, also 2 Inch oder 5 cm etwa. Machen wir 2 Inch. Das ist, glaube ich, als Bellyband gut. Ja. Und dann machen wir nochmal 2 Inch. Beziehungsweise 5 cm. Mehr oder weniger. Es ist ein bisschen anders, aber dass du so eine Idee hast, wie viel ich hier ungefähr abschneide. So. Genau. Und oben und unten wird das natürlich dann nachher eingebaut und ich werde das wahrscheinlich kleben. Vielleicht aber auch tackern. Nee, ich werde es wahrscheinlich kleben. Kleben gefällt mir, glaube ich, am besten. Und ja, ich habe ja schon überlegt, ob ich das irgendwo in der Mitte mache, ne? Könnte man ja auch. Hm. Nee, ich denke, ich werde das... Oder hier? Hier ist auch schön. Und hier auch so einen schönen Hintergrund mit dem Efeu. Ja, das überlege ich mir dann später. Also, Journal zur Seite. So. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir machen etwas mit versteckten Journalplatz. Und das bedeutet, ich nehme mir ein schönes Blatt, was ich mir hier fein eingefärbt habe, mit ein bisschen Ginkgo-Blättern. Und ich werde das hier anpassen, aber natürlich schon in der Größe, wie das für das Journal richtig ist. Dann brauche ich es also doch nochmal. Und zwar muss das ja ein bisschen kleiner sein. Ich werde also an jeder Seite vielleicht so einen Zentimeter abschneiden. Das dürfte eigentlich okay sein. So, und zwar in der Länge 1 Zentimeter, gerade mal geguckt. Ja, 1 Zentimeter ist, glaube ich, gut. Oder vielleicht doch lieber 1,5. So, jetzt mal gucken, wie viel das denn so 1 Zentimeter an jeder Seite. 1,5 mache ich mal besser. Besser nicht zu groß lassen, nicht, dass das nachher nicht passt. So, hier ist halb das. 1,5. So. Der Streifen kann dann weg. Und dann machen wir hier auch nochmal 1,5. Boah, gehen die mir auf den Keks. Also da denkst du ja, du bist im Winter wenigstens vor diesen Rasenmähergeräuschen mal in Ruhe gelassen. Nö, nix. Fehlanzeige. So, und zwar werden wir dieses Ding dazwischen einbauen. Das heißt, es wird so eine Ziehharmonika. Und jetzt gucke ich gerade. Ja, das ist okay so. Hier ist noch dieser Nippel von dem Festhalten. So. Jetzt muss ich natürlich einmal gucken. Wir nehmen uns doch einmal so ein Falzbrett. Und dann gucke ich mal, wie breit das denn dann sein soll. Damit man das dann nachher gut draufkleben kann. Ich denke mal, 1,5 Inch ist eine schöne Sache. Machen wir einfach mal. Ich habe jetzt hier nur ein Brett, was Inch hat, deswegen. Also 1,5 finde ich ist eine gute Sache. Ja, das passt. So, dann 1,5. Nochmal 1,5. Nochmal 1,5. Moment.
6, genau, bis 7, bis halb und 9. So. Okay, das passt. So. Ich habe das Fenster zu, wollte ich nur mal sagen. Ich weiß auch nicht, wie laut es nachher auf dem Video ist. Aber es nervt mich ungemein. So. Und dann wollen wir das Ganze einmal ein bisschen zusammenklappen hier. Schön der Falzlinie hier entlang. So. Ja. Und dann wird das hier einfach mittig festgeklebt. Auf dem Stück. Zack. Dann kann man das ausholen. So, und dieses Stück, das kommt nachher drauf. Genau da drauf. Aber bevor das soweit ist, werden wir das natürlich hübsch dekorieren. Ja, damit das hübsch aussieht. So, das heißt also, die zwei Sachen legen wir erstmal zur Seite. Und hier fangen wir jetzt mal mit der Deko an. Und das soll ja so ein bisschen parisig werden. Das heißt also, ich werde als erstes, denke ich mal, hier dann den Schriftstempel nehmen. Und da schon mal ein bisschen Schriften draufpacken. Und das werde ich so als Hintergrund machen. Das heißt, ich stempel es einmal hier auf meine Dings ab. Und dann werde ich immer nur so zur Hälfte so, dass es einen ganz leichten Hintergrund gibt. Ja? Also ich will gar nicht, dass man das allzu sehr sieht. Es soll nur so einen leichten Hintergrund geben, dass das Blatt nicht mehr so leer ist. So, ja. So, und dann einmal nochmal richtig abstempeln. Schön sauber machen. So, und dann kann das wieder zurück in die Halterung. So, und dann habe ich ja hier so kleine hübsche Biskuit-Dinger hier. Also, weißt schon, also, ja, einen Eiffelturm habe ich ja auch noch. Jetzt muss ich nur gucken, was ich davon nehme. Vielleicht nehme ich doch noch einmal was von der Karte, von der Stadtkarte. Müssen wir mal gucken. So ist richtig. Und auch da werde ich das dann so machen. Ah ja, wenn man das ein bisschen eingeschmiert hat, geht es besser. Auch hier werde ich einmal abdrücken und dann werde ich hier ganz leicht drüber gehen. So ein bisschen. So. Ein bisschen kollagieren darüber. Ja, es ist jetzt. Passt schon. So. Auch wieder einmal sauber gemacht. So, dann hat man schon einen schönen Hintergrund. Kannst du natürlich mit jedem Thema machen, ne? Also, stress dich nicht. Es muss nicht das Gleiche sein. So, dann kommt auf jeden Fall oben schon mal Bonjour hin. Muss ja schon mal ein bisschen üben für den Urlaub. Vielleicht mache ich mal ein Reisejournal hier aus dem Bonjour. Wenn wir wegfahren. Ja, machen wir mal. Richtung Sommer machen wir mal ein Reisejournal. So, das muss ich natürlich dann so am besten... Kann man ja auch noch ein paar mehr machen. Wenn man es nachher überklebt, ist auch nicht schlimm. Würde jetzt da so eine Art Collage draus machen. Ja. So. Sieht doch nett aus. Kann man nachher auch oben und unten ein bisschen was abschnibbeln. Ist alles gut. Okay, dann... War das eigentlich schlau, was ich hier gemacht habe? Weil ich muss ja eh was davon abschneiden, ne? Das wird aber knapp. Obwohl, nö, das geht. Das wird passen. So, und dann werde ich mir Fuzzy Cuts machen. Und zwar aus diesem kleinen hier, aus diesem Kaffee-Ding. Das finde ich schön, dieses Biscuit Chocolat. Was haben wir hier noch? Keine Ahnung. Und ich habe irgendwo gesehen, Papeterie. Das passt natürlich wunderbar. Papeterie. Was ist das? Ach so, das kann ich auch hier gucken, nicht honk. Papeterie, aber ich würde jetzt diese hübschen hier nehmen. Das La Chocolat und dieses Biskuit, das gefällt mir gut. Ich nehme einfach die beiden und noch eins. Noch eins? Oder nehme ich lieber eine Blume oder ein Croissant? Croissant ist auch gut. Oder... Ne, Croissant, Croissant ist so typisch, ne? Komm, nehmen wir mal Croissant. So, und zwar werde ich das so machen, dass ich mir anderes Papier bestempel. Jetzt muss ich gerade nur überlegen,
Ich glaube, ich nehme auch schlichtes Papier. Und zwar das Graspapier oder normales Papier. Was habe ich denn hier noch so eingefärbtes? Ich habe hier auch noch eingefärbtes, was ein bisschen dunkler geworden ist. Das ist auch ganz gut. Ich glaube, ich nehme das. Das ist super. So, damit werde ich das jetzt hier einmal, den Stempel werde ich schön einschmieren. Und jetzt werde ich mir das hier abstempeln. Biscuit, Schokolade. So, und ich werde mir auch gleich vorbereiten schon für andere Seiten, weil ich werde ja mehr davon machen. Oder zumindest mal so ein paar Deko-Elemente vielleicht auch einfließen lassen ins Journal, damit sich das auch wiederholt. Das heißt also, ich möchte schon so ein paar Dinge miteinander kombinieren. Und da ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mehrere von diesen Labels hat in einem so einem Journal. So. Das kommt gleich dahin. Dann machen wir das hier noch. Und Agnes nimmt das auch auf? Ja, nimmt sie. Dann ist ja gut. Ah, immer diesen Controletti noch, ne? Besser ist das. So. Oh oh. Irgendwie stempelt das hier nicht richtig ab. Doch, jetzt. So, und ja, ich werde etwas tun, was ich überhaupt nicht leiden kann. Was aber einige von euch sehr entspannt finden, und zwar ausschneiden. Unter einem der letzten Videos hat jemand geschrieben, dass sie das Geräusch sehr beruhigend findet, wenn ich rumschneide. Also von daher. So, ich lasse hier auch ein bisschen mehr Platz, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, wie nah ich das da dran mache. So, und das, gut, das reicht jetzt, glaube ich, erstmal an leckeren Sachen hier. So, dann kann das hier schon mal weg. So, und ich werde das natürlich noch, also das werde ich gleich ausschneiden. Das ist mein Oberstück. Das werden wir natürlich auch noch hübsch machen. Und ich brauche jetzt dafür einmal das Biscuit. Oh oh. Das war ein bisschen nah. Und einmal ein Croissant. So, das kommt zur Seite. Davon kann ich dann später noch was machen. So. Boah, Alter, gehen die mir auf den Keks. Immer übel. Übel, übel. Ich lasse eine Kante, weil ich möchte das gleich auch noch inken. So, und schon haben wir hübsche Label. Oh, macht das Spaß. Also nein, das Ausschneiden jetzt nicht, aber so. So diese kleinen, feinen Bastelarbeiten, ne? Ich habe ja mal gesagt, ich kann gar nicht so klein, aber also so schlecht bin ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ja, Übung macht den Meister, ne? Oder wie war das? Und mit den Memory-Dex-Karten muss man ja sowieso auf kleinem Niveau machen. Ja, ich hoffe, ihr seid schon alle fleißig am Basteln und am Abschicken. Ich bin schon gespannt, wie viele von euch teilnehmen. ein bisschen Angst habe ich auch, dass ich mich da übernommen habe. Und so viele Einsendungen kommen, dass ich überhaupt nicht mehr klarkomme. Aber ja, das ist no risk, no fun, ne? Oder wie war das? So. Okay, ich werde mir das doch schon zurechtschneiden, weil ich habe nämlich vor, das Ganze noch zu inken als Untergrund. Das heißt, ich muss also wissen, wie lang das am Ende hier sein darf. Das heißt, ich werde mir das hier tatsächlich schon mal abschneiden. Und das geht auch ohne Lineal hier mal, ne? Zack, wunderbar. Dann werde ich mir das Stück, was ich hier habe, noch dazu tun. Einmal, damit das hier die gleiche Länge hat. So, weil das wird ja nachher dann auch mitgeklebt. Ja. So. So, jetzt können wir weiter dekorieren und jetzt muss ich mir auch keine Platte mehr machen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch hübsche Rundungen reinbringen. Und das Ganze hübsch machen. So. Ja, sieht total hübsch aus. So, und jetzt machen wir ein bisschen Collage da drauf. Ne? Haben wir ja eh gern. Und dann gucke ich gerade mal, ich habe hier also wirklich tonnenweise noch Collage-Zeugs. Aber ich muss gucken, was hier auch wirklich passt. Ja, so ein Hintergrund könnte gut passen. Das ist also hier auch hier
Ville de Paris, guck mal, das passt doch super. Ach, was ich hier für schöne Sachen noch so habe. Hm, vielleicht auch ein bisschen einfach Confiserie, das sieht auch ein bisschen französisch aus. Das kann also ruhig abstehen, hatte ich so gedacht. Das sieht doch ganz nett aus. Hm, hier sind noch mehr solche schönen Sachen. Ich glaube, das war sogar mal ein Freebie von irgendwo. Aber ich kann mich nicht genau erinnern. Müsst ihr bei Pinterest vielleicht mal gucken. Das ist auch in Paris. Vielleicht mache ich das auch nur so. Und dazu kommen dann die Dinger. So ein bisschen. Das gefällt mir dann nicht mehr. Ja, ganz abstehen darf es ja nicht, sonst guckt das unten raus, ist auch blöd. Vielleicht mache ich da... Dann mal gucken, was ich hier sonst noch so habe. Habe ich noch irgendwas für einen Hintergrund irgendwie? Etwas kleineres. Ja, ein bisschen Crochon. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. So, das wäre jetzt so ein Hintergrund. Achso, dann wollte ich noch was Schlichtes haben. Und zwar hatte ich mir überlegt, das hier würde gut aussehen. Dann, ja, hier habe ich auch noch andere kleine Teile. Ja, das ist die Papeterie von da, wo ich auch meine Holzstempel kaufe. Ich habe das ja jetzt einmal eingestellt, weil ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Das ist zu viel. Weil ich habe ja sonst jeden Monat so ganz viel bekommen und ich schaffe es einfach nicht, das wegzubasteln. Ey, das ist vielleicht noch so was Schlichtes. Ja, ein paar Sachen sind auch von mir mit drin, aber die sind tatsächlich zu groß. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Na, das passt jetzt nicht ganz so. Mal gucken, was vielleicht... Sieht auch schön aus. Ja, das ist immer das Problem, wenn man zu viel hat, kann man sich wieder nicht entscheiden. Ne? So, hier... Das sieht auch gut aus. Da wollte ich nämlich ein bisschen was für den Hintergrund. Vielleicht farblich passend. Dieses hier mit dem Blauen. Das war mein blaues Papier. Rosé und Dunkelblau würde eventuell auch noch passen. Jetzt muss ich mal gucken, welches davon. Das ist ein dünneres. Oder das hier, das ist schon zerschnippelt. Na, gucken wir mal, was hier sonst noch passiert. Hier noch ein bisschen Avocado. Hier noch sowas Gestricktes. Da sind schon wieder ganz andere Papierchen. Aber das passt. Ich gucke mal, was ich daraus einfach so zaubern kann. Zack. So, Schnipsels haben wir genug. So, genau. So, dann mache ich das jetzt einmal auf, siehst du. Und dann kann ich das hier einfach so reintun. Ich muss mir keine Gedanken machen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man ein bisschen Platz hat. Dann kann man das auch mal ein bisschen schneller wegtun. Und dann hat man ja alle an einem Ort. Ne? Schön. Zack. So, mein Paris ist fertig. Ja, ist okay, denke ich. Ne? Kann man sehen. Passt schon. So, jetzt brauche ich nur noch ein Regal dafür, wo ich das alles unterbringe. So, dann könnte ich hier ein bisschen was davon, das ist ja wie so gestrickt, das finde ich eigentlich ganz süß. Das würde ich aber sogar vielleicht reißen. Das lässt sich auch relativ gut reißen, weil das Papier hat das mit dem Embossen nicht so ganz, also mit dem, das ist schon ein bisschen eingerissen, von Natur aus sozusagen. Und jetzt fange ich an, aufzubauen, diese Collage. Und wir nehmen da erstmal ein bisschen Papier, machen wir links und rechts. Und auch wenn ich das jetzt hier so überklebe, ist nicht schlimm. Ne? Bonjour, kann man sich denken. Man kann das auch ein bisschen kleiner machen vielleicht. Da würde ich dann aber hier so die Ecke ein bisschen fusseliger gestalten. Hier vielleicht einfach mal ein bisschen gerade. So, und bevor das hier ausartet, also ich nehme mir jetzt einen Kleber, ich habe ja sonst fast immer diesen, aber der ist ja super thick, ich Idiot, ne? Weil ich habe ja extra diesen hier. Das ist ja im Prinzip der gleiche, aber der geht ein bisschen einfacher, der ist nicht ganz so fett. So, das heißt also, ich werde mir das hier schön einschmieren, mein handgemachtes Papierchen. Wenn du wissen willst, wie das geht mit handgemachtem Papier, ich habe dazu schon ein Video gemacht, wie ich Papier schöpfe, und eigentlich wollte ich auch was für den Shop machen, aber ganz ehrlich, es ist so zeitaufwendig. Momentan ist Winter, es trocknet nicht und ach ja, so viele Ideen sind schon wieder den Jordan runtergegangen sozusagen. Ja, es ist, ja, ich bin halt ein Scanner, ne? 1000 Ideen und nicht alles funktioniert dann so, wie man das gerne hätte.
machen. So, dann machen wir hier mal ein Viertel und jetzt gucken wir mal, ob das aussieht oder ob ich da einfach erstmal nur das hier vielleicht. Das ist eigentlich ein bisschen zu groß. Schöner wäre so ein kleines Teil. Obwohl, so geht's. Mit der Ecke, das finde ich gut. Das ist in Ordnung. Mache ich nur hier auf der Ecke. Und dann schneide ich das gleich auch mit der Schere ab, weil ich glaube, mit so einer Stanze wird das nicht gehen. Nicht so gut. So, ist der Deckel. Einmal reingestellt. So, was bei sowas auch immer ganz gut ist, wenn man da seine kleine Pinzette mal so zur Hand hat, dann kann man das nämlich besser greifen und nicht direkt da in den Kleber rein. So, das Stück schneiden wir gleich ab. Ja, es ist halt, kaffeemäßig ist das ja gar nicht so schlecht, ne? Biscuits und Schokolade passt ja super gut. Auch hier, das Teil passt dann gut, ne? Da könnte man dann hier auch so ein bisschen drüber gehen und hier vielleicht noch das Croissant mit anbringen. Werde ich gleich mal sehen, wie ich das mache. So, und dann kann man auch hier in der Ecke nochmal wiederholen, würde ich sagen. Das klebe ich dann schon mal direkt fest und dann schneide ich erst den Rest ab. Ich glaube, das ist sogar einfacher. So. Tja. Schon hat das neue Jahr begonnen. Und wir fangen wieder von vorne an. Na, im letzten Jahr hatte ich ja die Serie gemacht für Anfänger. Und ich werde jetzt auch wieder ein paar Anfängerprojekte mit reinnehmen, weil ich weiß, also ich habe immer neue Follower, tatsächlich Abonnenten hier und ganz viele tatsächlich scheinbar, die mir auch dann auch schreiben, dass sie gerade blutjunger Anfänger sind. Und ich weiß, ihr guckt die alten Videos bedingt und ihr könnt natürlich auch nicht immer alles finden, was ihr da so sucht. Deswegen, ich werde mich da mit Sicherheit auch in der nächsten Zeit ein bisschen wiederholen und ein bisschen so ganz alte Sachen rauskramen, die ich schon eine Ewigkeit auch nicht gemacht habe. Und euch das mal wieder ins Gedächtnis rufen, die Sachen. Oft ist es einfach so, wir basteln und basteln und basteln und immer neu. Und das Alte liegt da und ist eigentlich auch gut. Ja, so eine einfache Collage, was man am Ende auch hier als dekoratives Lesezeichen hier zum Beispiel auch nehmen könnte. Ne? Möglicherweise. Wenn man das mag. Boah, ich habe immer noch Jingle Bells im Kopf, ey. Fürchterlich. Darf ich das überhaupt? Muss ich dafür dann Lizenzgebühren zahlen hier, wenn ich summe? Ja, es gibt ja Sachen, die gibt's nicht, ne? Man weiß es ja nie so richtig. So, Collage, Hintergrund. Manchmal weiß man es ja auch nicht. Zick. So. Werde ich nachher davon gar nichts benutzen? Ja, sieht fast so aus hier, wa? Doch, so ein bisschen wollte ich schon. So ein bisschen wenigstens. Aber was auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich einmal hier ordentlich weggeinkt. Das ist mir sonst alles ein bisschen zu hell. So, einmal ein bisschen braun. Und dann kommt das hier einmal zur Seite. Und dann machen wir das Ding hier schon mal ein bisschen einwursteln. So, ein bisschen darf das auch so eingefärbt sein, nicht? Okay, dann machen wir noch hier das kleine Croissant. Und das hier können wir eigentlich auch mal ein bisschen... Also was das ausmacht, ne? Das Inken, das ist der Wahnsinn. Also. Gerade so bei helleren Sachen, ne? Das sieht echt toll aus.
Ich feiere das immer wieder. Obwohl ich es auch so oft vergesse. Aber ich glaube, das geht euch auch so. Ne? Manchmal vergisst man es einfach. Und ist dann viel schneller mit dem Kleben als mit dem Denken. Ich überlege gerade, ob ich hier die Kanten, lasse ich die wohl gerade oder mache ich die ein bisschen runder? Na, so schlecht sieht es jetzt auch nicht aus. So, dann kommt hier nochmal das Biscuit. Und da kommt das drauf. Hier das Croissant. Und hier lasse ich einen kleinen Platz. Und zwar möchte ich ja nachher, dass mein Bellyband zusammenhält. Das heißt also, ich werde einen Mini-Clip bauen, den ich dann da dran mache. Und das werde ich tun tatsächlich aus meinem Folio. Dann nehme ich mir hier eine von meinen Damen, die da gut passt. Oder ja, ich habe ein bisschen was verklebt davon. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch eine lose. Habe ich noch eine lose Dame hier irgendwo? Hier habe ich noch ein zweites Folio. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Dann habe ich einfach ein neues gebastelt. Und jetzt finde ich es wieder. Geil. Natürlich, ist ja immer so. Man findet es dann wieder, wenn man es eigentlich gar nicht mehr braucht. Da habe ich auch noch ein paar andere Sachen mit reingesteckt. Die hier finde ich toll. Daraus baue ich mir gleich einen Clip. Und ich gucke mal, dass der vielleicht so ein versteckter Clip sein wird. Obwohl, ich brauche nur eine Seite eigentlich. So. Und ja, die passt super. Die werde ich auf jeden Fall damit drauf machen. Dann kleben wir das Ganze einmal fest. Nicht lang schnacken. Festgemacht hier. Zack. Zack. So, guckst du? Sieht gut aus. Ja, ne? Vielleicht machen wir das doch ein bisschen höher, damit ich nachher für den Clip ein bisschen Platz habe. Soll ja doch dann gut aussehen. Und wenn nachher der Clip hängt, kann man ja auch noch was drauf machen, wenn man das Gefühl hat, da könnte noch ein bisschen mehr. Ne? So zum Ausgleich sozusagen. So, das soll ja hier auf diese Seite. Und das Biscuit. Schokolade. Tralala. So, ja, es kann sein, dass ich da gleich noch ein bisschen was mit beiklebe. Also hier würde dann der Clip sein. Und natürlich werde ich das hier auch noch inken. Und wir bauen uns den wirklich ganz einfach. Und zwar nehmen wir uns hier von dem Rest was. Und dann mache ich mir... Gerade mal gucken, wie viel war das hier nochmal? Ich hab's vergessen. Wie viel Incho hatten wir da? Genau. 5 cm bzw. 2 Inch. Das heißt, ich mache hier auf 1,5 Inch. Denk nach. Warum willst du das auf 1,5 Inch machen? Das macht keinen Sinn. Also, ich mache 1,5 nicht, sondern 3 und werde das nachher bei 1 knicken. So ist richtig. Richtig? Richtig, ne? Denn, genau, so 1,5 habe ich gesagt. Dann nehme ich einmal hier das Ding, um das zu knicken. Das ist jetzt natürlich völlig zu viel, ist aber nicht schlimm. Das können wir nämlich gleich noch abschneiden. Und dann machen wir das breit. Jetzt muss ich gerade einmal gucken, wenn das hier der Clip ist. Der kann ruhig ein bisschen kleiner sein als das hier. Machen wir mal so hier. Zack, bei einem. Ja. So, und das gleiche machen wir dann nochmal. Also, 2 solche Klappen. Ja, ist auch gut für Anfänger hier. Ne? Kleines Tutorial. So, und dann mache ich hier nochmal bei so einem halben, mache ich das hier kürzer. Etwa beim halben Zentimeter. Also das mache ich ein bisschen kürzer, das eine Teil. Das gleich lange ist ein bisschen doof. So. Und dann werde ich hier auf dieses Stück werde ich eine stinknormale Büroklammer packen. Und wenn du hast, vielleicht auch, also je nachdem, wie groß du das auch machst. Ne? Ich habe hier so eine, die ist relativ klein. Von der Länge auch. So eine ganz normale Standard. So. Und dann kommt, so ist die dann fest. Und das kommt drüber. Ne? Und dann wird das hier festgeklebt.
So. Ja, das schmiert man dann hier komplett ein. Man kann das auch noch ein bisschen fixieren, wenn man will. Aber es ist eigentlich nicht nötig, wenn man das hier komplett mit Klebe einschmiert. So. Nur nicht bis an die Kante, sonst klebt es nachher zusammen. Das soll es ja nicht. Das soll ja nur das hier verkleben. So. Einmal drumherum. So. Und dann machen wir das hier einmal fest. So. Dann können wir das auch noch ein bisschen klein, aber fein machen. Und zwar hier mal die Ecken weg. So. Und dann kann man das hier, da wo das Papier dann noch auseinander ist, kann man das dann hier feststecken. So, ja. Und damit das hübsch aussieht, haben wir ja gerade gesagt, machen wir die Dame da drauf. Und das kann man kleben, wie man will eigentlich. Man kann die auch quer machen, aber das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Untergrund dazu mache und die ein bisschen kleiner ausschneide vielleicht. Das wäre ja auch nett. Man könnte das ja auch so machen, den Clip. So einen Rahmen drumherum, ne? Könnte man auch. Oder einen Knopf. Ach nee, ich finde das so gut. Aber so einen Rahmen. So ein Rahmen wäre nicht schlecht. So. Den reiße ich auch ein bisschen. Das soll ja nur so eben sein. So zum Beispiel. So, und was auf jeden Fall fehlt, was mir jetzt gerade einfällt, ist noch ein bisschen Stoff. Auf jeden Fall. Ups, ja, da kommt mir das hier schon entgegen. Das ist ja nett. Ja, das ist halt auch eine gute Farbe. Und zwar nehmen wir dieses hier. Kommt hier noch ein bisschen. Da kommt ein bisschen was drauf. Zack. Kann man gucken, ob man hier oben vielleicht noch als Abschluss so ein bisschen was macht. Ja, sieht ganz nett aus. So, man kann da auch noch nähen, aber das mache ich ja, also würde ich schon machen. Das Problem ist nur, dass die Nähmaschine dann so laut ist. Oh, irgendwie, vielleicht sollte ich das direkt da drauf nähen. Das wird zu viel. Lassen wir das mal sein. Ich mache das jetzt nur mit der Frau, so ganz einfach. So. Dann kommt das hier einfach drauf. Wo ist sie denn? Da ist sie verloren. Wo ist sie denn jetzt hingeflogen? Da. So. Zack. So, schön festgemacht. Ne? So, dann haben wir unseren Papierclip auch ganz schnell fertig. Ne? Und was ich jetzt hier machen würde, ist tatsächlich einmal aufmachen so ein bisschen. Und mal so mit was Härterem so reingehen und das ein bisschen auseinander machen. Das ist ja Metall, weil damit ich nachher, da muss ja im Prinzip, müssen da zwei Bellybänder durch plus das Papier. Das muss also dann schon gut halten, ne? Ein bisschen auseinander machen, dass da ein bisschen mehr Platz ist gleich. So, also die tun wir jetzt einmal zur Seite. Und jetzt fassen wir das Ganze gleich zusammen. So, machen wir erstmal Little Jack holt erstmal hier die Folie hoch. Oder soll ich das mal lieber mit der Hand machen? Das geht wahrscheinlich besser. Manchmal ist das so. So. Ja, das sieht doch süß aus. Hier auch. Zack. Und zack. Einmal da drüber. Sieht gut aus. Das gefällt mir. So, damit das hier so ein bisschen besser sich einreiht von der Farbe, werde ich das hier auch noch ein bisschen inken. So, jetzt nehmen wir uns das Stück, was wir hier noch haben. Das hatten wir ja schon abgeschnitten und wir hatten ja auch schon die Ecken gemacht. Hier müssen wir es noch machen. So, das kommt ja nachher dann so übereinander. Ja, so, und dann müssen wir natürlich dazwischen jetzt das Journalpapier quasi reinpacken. Also, damit ich nachher gut schreiben kann. Ich werde das Bellyband ja dann ausklappen. Und jetzt musst du dir überlegen, so ist dann das Bellyband. Und dann würde ich mir das so rum ausklappen, damit ich dann so schreiben kann.
Das heißt, ich werde das jetzt hier festkleben. Einfach an dem unteren Stück. Also keine Zauberei hier. Ja. Wenn du das möchtest, kannst du es dir natürlich auch ausmessen. Ich mache das hier Pi mal Auge wie immer. Das passt dann schon. So. Okay, mehr oder weniger. Ich habe es ein bisschen sehr an die Kante geklebt. Mal ein bisschen mittiger machen. So. Und damit mir das nicht gleich aufspringt, werde ich mir jetzt hier noch einmal eine Büroklammer oder hier so einen kleinen Clip nehmen und das Ganze einmal ein bisschen fixieren. So, dann haut das nicht gleich ab. Und dann gucke ich, dass ich das passend da drauf kleben kann. Dass das hier genau auf Kante abschließt. Und dafür nehme ich mir dann wieder hier die Klebe. Schmiere dann das oberste Stück ein. Das ist zwar ein bisschen kürzer, aber das ist eigentlich irrelevant. So, und dann werde ich das hier genau drüber kleben, dass das passt. So, das kann dann auch weg. So. Und dann kommt die Dame hier noch mit dran. Zack. So, mein verstecktes Bellyband-Journaling-Ding. Das heißt, wenn ich dann schreiben will, nehme ich den Clip ab und dann kann ich mir das aufmachen, was reinschreiben, dann kann ich es auch wieder zuklippen. Und da das hier so eine Collage ist, sieht das natürlich ganz schnell so aus, als wäre die Dame, na, es hat geklingelt, der Postbote. Ich werde jetzt einmal kurz dran gehen. Bis gleich. So, jetzt hattest du Zeit, das zu bewundern. Ich konnte ja den lieben Postboten nicht einfach so stehen lassen, ne? Das ist so ein ganz netter. Hier könnte man eventuell darüber nachdenken, wenn das zu sehr absteht, ob man noch einen zweiten Clip macht. Ja, oder oben unten vielleicht noch einen Clip oder sowas. Aber prinzipiell ist ja die Idee schon mal cool. So, und jetzt würde ich das dann einmal ins Journal einbauen. Dafür brauche ich natürlich erstmal mein Journal. Also, Journal, wo bist du? Da unten. Ihr wisst ja, wie mein Chaos rechts von mir aussieht, nicht? So. Was man übrigens auch machen kann, wenn man keinen Clip machen möchte, man kann auch einfach ein Band nehmen. Ich zeige dir das gleich mit einem, was jetzt farblich gar nicht passt, aber ist ja nicht so schlimm. Das hier könnte auch... Eigentlich finde ich das hier nicht schlecht, wenn hier auch so auf den leeren Seiten dieser Journalplatz... Na, das sieht ja schon geil aus, ne? Ja, manche könnten sagen, es ist überladen, aber ich finde das super cool. Ich muss zugeben, ich finde das wirklich super cool. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist, die linke Seite. Und wenn ich rechts schreiben möchte, auch wenn ich die Signatur nachher rausnehmen sollte und das dann öffne, obwohl das geht, ne? Doch, das geht. Das, zum Schreiben dürfte das gehen. Das passt. So, man kann natürlich auch hier querschreiben. Geht auch. Muss ja nicht zur Seite schreiben. So, und das hier würde ich jetzt tatsächlich, weil das halt ein bisschen dicker ist, jetzt mit ein bisschen dickerem Kleber kleben. Und zwar hier oben das Stück. Und hier unten das Stück. So, ein Bellyband ist ja, für alle, die dies noch nicht wissen, dieses Band, was dann im Journal andere Sachen noch festhält. Also ein Festhalteband, wo man was hinterklemmen kann. Deswegen machen wir nur oben und unten. Und jetzt warten wir eine Runde. Und im besten Fall machen wir einfach solche zwei Dinger dran. Und lassen das hier ein bisschen ziehen. Ein bisschen ziehen lassen, ja? Das Gemüse. Weißt schon, was ich meine. So ein bisschen anziehen.
ne? Dass der Kleber Zeit hat anzuziehen. So, und dann kann man natürlich, also diese Farbe ist jetzt nicht so passend, aber ich habe jetzt gerade keine andere, könnte man natürlich das Ding auch so machen, ja, und dann hier einfach zusammenbinden. Dann sieht das aus wie ein dekoratives Schleifchen, als Beispiel. Es hält aber das Bellyband. Ja, und wenn man das dann aufmacht, dann kann man da drinnen dann schreiben. So, ich fand das jetzt mit einem Clip aber irgendwie besser gelöst. Und dafür nimmt man sich dann natürlich das komplette Bellyband, macht das fest. So, dann ist Madame hier dran. Und dann kann man ja dahinter noch Sachen klemmen. Nehmen wir mal an, ne? Hier, du hast noch was übrig, kannst du dahinter klemmen. Ja, oder hier, was gibt es denn hier noch? Hier habe ich so einen schönen Dings bekommen. Kann man auch noch dahinter klemmen. Hier, so einen kleinen, für dich, Agnes Johanna. Ja, danke, danke. Ist noch von der Weihnachtsaktion. Ja, hier, ne, kann man dann alles so hinterklemmen. Und, also, mega geil finde ich das. Ich freue mich, dass ich das heute gebastelt habe und das ist mir echt gut gelungen. Es gefällt mir gut. Das ist ja immer die Hauptsache, dass es einem selber auch gefällt. Ne? Und wenn das dann nachher richtig fest ist, dann kann man da alles Mögliche mitmachen. Ja, also wisst ihr Bescheid. Hübsch, hübsch. Läuft. Hält auch so, ne? Wie du siehst, hält es auch so. Und wenn man es dann abmacht, tata, Platz zum Journalen. Tada. So, wieder festgesteckt und dann pattert. Ne? Cool. Ja, halten tut es auch. Ich bin mega begeistert, also werde ich jetzt ein schönes Foto davon schießen. Zack. Und dann habe ich mein Thumbnail auch schon fertig. Hahaha. Und dann freue ich mich, ja, wenn du anfängst nachzubasteln. Ne? Soll ja Spaß machen hier. Soll es ja kreativ werden, genau. So, okay. So sieht das doch ganz nett aus. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen gestört mit diesen ganzen Frauen, aber Frauen sind einfach so schön. Also ihr Frauen da draußen, ihr seid so schön. Ich stehe auf Männer, aber Frauen sind trotzdem schön. Nur mal so als Info, nicht? Falls sich jemand fragt. Aber wäre ich ein Mann, wüsste ich auch schon, welche Frau ich nehmen würde. Also von daher. So, ihr Lieben, genug gequasselt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Ciao!